Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Ich bin jetzt gestern einfach so sitzen geblieben, also am Dienstagabend, ne, am Montagabend habe ich eigentlich diese Aufnahme schon gemacht, aber ich bin einfach mal sitzen geblieben und hatte euch ja versprochen, dass es irgendetwas Neues gibt, das erste Mal, ja tatsächlich das erste Mal, ihr kennt das aus meinen Livestreams, dass ich öfter mal die Brille gewechselt habe zu meiner normalen Brille, dann ab und zu mal zu so einer Lesebrille oder so oder auch gar nicht mit Brille, aber tatsächlich, habt ihr ja schon im Thumbnail, glaube ich, gesehen, ich habe mich dazu gedrungen, endlich eine Brille zu haben, die mal wieder zu mir passt, also zu meinen Augen passt, so muss ich sagen. Ob sie euch jetzt passt oder nicht, ist mir egal. Sie muss ja mir schließlich gefallen. Ihr müsst sie nicht tragen, ihr müsst sie nur eher tragen. Und aber es ist meine allererste Gleitsichtbrille. Ich habe mich da lange vorgewehrt. Ich bin ja schon ein paar Tage älter. Und sie tut mir auch noch nicht ganz so gut, muss ich sagen. Ich habe sie jetzt seit letzten Donnerstag und habe sie auch nicht immer auf. Und einige Sachen kann ich euch sagen, wenn ich die jetzt aufsetze, sehe ich natürlich extremst gut, wirklich extremst gut. Aber es gibt auch einige Sachen, die sind noch so ein bisschen komisch. Zum Beispiel, wenn ich dieses Tablet hier sehe, also ihr kennt ja mein Tablet hier auf dem Ständer, dann hat das eine Trapezform. Das heißt also, mein Tablet sieht eigentlich so ein bisschen so aus, so, ja, also so eine Trapezform. Und auch mein Notebook, wo ich eigentlich den ganzen Tag dran arbeite. Viele Sachen, die etwas größer sind, wie hier die Monitore nicht, die erscheinen mir nicht so. Und ich sehe natürlich dann schon, dass ich im unteren Bereich, ich sag mal so im Lesebereich, man sieht das nicht mehr im Glas, also diesen Unterschied zwischen Normalbrille und Gleitsicht. Früher hat man das gesehen, heute sieht man das nicht mehr. Ist schon für mich so ein bisschen ungewöhnlich, wenn ich so ein bisschen die Augen drehe oder so. Aber ich glaube, ich kann mit euch wieder mit einer Brille live streamen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und deswegen machen wir heute auch zwei Angriffe hier. Also wir sind eigentlich immer noch im gleichen CK. Ich habe Truppen. Ich habe den Rathaus 13er hier, 13er, 14er hier am Start. Ich weiß noch nicht, was wird und wie es wird, aber wir machen erstmal einen Dip. Dem Baba spenden wir hier eben mal so ein paar Truppen, damit er auch noch angreifen kann. Und ich hatte mir aber überlegt, wir nehmen erstmal den Fred hier, das ist ein Rathaus 13. Sicherlich nicht die richtige Armee, die ich am Start habe, aber wir können trotzdem mal schauen. Vielleicht schaffen wir ihn irgendwie so als 14er. Gucken wir mal, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal rein in die Attacke. Wir haben das am Start, 2-2-10, ein paar Fledermäuse, da weiß ich noch gar nicht, wie ich die einsetze und wo ich die einsetze. Ist aber nicht so schlimm, wir haben da oben eine Karre, passt also. Mal sehen, ob wir hier einen Dip 3 Sterner machen können. Schauen wir mal, also ich muss wirklich sagen, ich kann extremst gut schauen, auch was die Nähe betrifft. Und das war ja immer so ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen so mein Manko. Wo ich nicht so richtig gucken konnte und wo ich halt so ein bisschen Probleme hatte, dass ich, ja, wie soll man sagen, oh, tolle Wurst, ja, dann bouncen wir den halt durch. Machen das mit dem Päcker weg hier. Okay. Dann machen wir das so. Einmal den dahinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, den King setzen wir mal hier mit den 5 Bogenschützen, dass dort die Flanke noch weggeht und meine Truppen hier irgendwie so mittig reingehen. Der steht in jedem Fall auf Boden. Wir haben jetzt den Gift hier. Oh, okay. Der hat einen perfekt. Der hat, ja, was heißt perfekt, hat er jetzt nicht für uns dabei. Aber er hat so zumindest was für uns dabei. Den machen wir da mal eben weg. Und oh, wir kommen hier mit den Truppen gar nicht weiter, Leute. Wo ist mein ganzes Bäcker? Ja. Okay. Jetzt müssen es. Irgendwie müssen es jetzt die Helden reißen, kann das sein? Naja, okay. Da müssen es halt die Helden reißen. Da müssen es die Helden hier reißen. Da hinten ist der Royal Champion. Und da müssen es jetzt die Helden reißen. Das ist der Klopfer. So.
und das war es auch schon. Oh, so eine Scheiße. Ich mache nur Scheiße die letzten beiden Tage. Ich sehe es gerade. Toto, bessere Brille, okay. Sag mal, habe ich da jetzt echt alle meine Packers eben verloren? Eieiei, mein Clan wird so glücklich auf mich sein und so froh, dass ich diese Base hier so verkackt habe. Naja, öfter mal was Neues bei mir hier. Okay, aber ihr seid ja sowieso nichts anderes von mir gewohnt. Ne? Ihr seid ja eh nichts anderes von mir gewohnt. Und, Okay, ich gelobe Besserung. Will ich aber nicht wirklich mal so sagen. Geht ja gar nicht, ey. Naja, okay. Geht ja scheinbar schon. Mein Mann, was verkackt. Ich weiß, dass mein Clan da jetzt nicht glücklich drauf ist. Ich auch nicht. Aber es willst du machen. Ich bin eigentlich guter Dinge. Den usen wir mal. Können wir den nachkaufen irgendwo? Nur die Super Potion, okay. Die holen wir uns von dem Event hier, hatte ich ja gesagt. Hockheaven, ein Tag 13 Stunden. Sollte eigentlich noch klappen. Mit den Magiern weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Müssen wir mal schauen, aber ich würde sagen, ich mache noch einen zweiten Angriff. Der war ja, ja, definitiv scheiße. Und, aber so viel bleibt mir gar nicht mehr. Der, jetzt muss ich mal gucken. Baba hat aber noch die 7 gemacht. Okay, Baba Hüß hat noch die 7 gemacht, alles klar. Dann können wir uns ein bisschen höher rantrauen. Dann müssen die anderen den 13er, den 14er da machen. Ist mir egal. Ich muss wenigstens einen 3er raushauen hier. Wenn es auch nur ein Dip ist, was macht er hier? Okay, zwei Fronten, zwei Heiler, beziehungsweise mit Heilern. Und Alter, wie viel Bowler hat der dabei? Okay, ist das neue Meta? Viele, viele Bowler. Aber sieht ganz gut aus. Hier für ihn. Und ja, mehr Bowler kannst du schon fast gar nicht dabei haben. Karre ist noch am Start. Zwei Sprung hat er dabei. Okay. Will er also richtig heftigst durch diese Base springen. Ich frage mich jetzt eben nochmal, was war bei mir in der Clanburg, dass ich alle meine Packer verloren habe. Heieieiei. Aber ist nicht so schlimm. Irgendein YouTuber muss ja irgendwie mal verkacken. Dann bin ich es halt. Andere machen das dann anders. Die nehmen nur ihre guten Sachen auf. Aber ihr wisst, bei mir soll das so ein bisschen authentisch bleiben. Und bevor ich dann euch was Gutes präsentieren kann, also wirklich guten Angriff, dann brauche ich drei, vier Tage, um euch so ein adäquates Video hier zu zeigen. Wo mir dann auch ein 3-Sterner gelingt, aber dem Baba hier ist das ganz gut gelungen. Hier hat er gut gemacht. Und hier oben ist nichts mehr, da sieht es nur so wild aus, aber da ist noch auch nur Deko. Hier unten, das Rathaus hat er da noch nicht bekommen, aber er hat noch zwei Helden am Start. Eine Valkyre und noch ein Bowler in Heilung. Und dann war es das hier. Sehr, sehr schick gemacht. Okay, wir wagen uns jetzt aber gleich an den 6er ran, würde ich sagen. Den 4er kann ich nicht mehr, okay, den will ich nicht. Dann nehme ich lieber den 6er hier. Den hat der Glati auf 79 geballert. Ja, okay. Ja, machen wir mal. Mach ich. Ich freue mich echt. Ich freue mich, dass ich auch vor allen Dingen das Overlay hier wieder so cool reinbekommen habe. Nicht ganz so small und so tief, sondern ein bisschen höher. Ihr seht immer noch da oben so ein bisschen meinen Greenscreen hier im Hintergrund, den ich mal hatte und nicht mehr habe. Ist aber nicht so schlimm. Kurzer Cut und dann mache ich mit euch den zweiten Angriff. Und die Frage ist eigentlich, wo geht die Musik hin? Nein, wo geht der zweite Angriff hin? Ich glaube, wir machen doch die Nummer 2. Wir haben einen... Ja, was haben wir eigentlich am Start? Irgendwas mit Queen, irgendwas mit Mauerbrechern, irgendwas mit Hybrid. Ich glaube, wir machen doch die 2. Denn der Gegner wird noch 3 Sterne hier unten holen. Wenn ich sogar 1, 2, 3, 4 Sterne holen. Und die müssen wir hier auch noch holen. Also einen müssen wir hier noch 3ern. Oder aber mindestens 2ern. Und ich könnte hier einen Tod sterben. Die Scatter sind ganz, ganz tief. Also eigentlich dürfte mich am
am Rathaus hier nicht so wirklich viel passieren. Da ist auch wenig Luftabwehr. Wir gehen rein und wir haben eine Kaserne am Start. Wir haben noch mehr Hochs dabei. Wir haben 4 von denen, 2 von denen, 2 von denen da. Ich gehe rein. Live, Leute. Der Tote ist mal wieder live. Okay. Wir haben auch 2 Headhunter dabei. Das ist auch nicht schlecht. Die braucht man in jedem Fall. Und dann starten wir, würde ich mal sagen, hier und hier mit den Loons. Nehmen hier unsere Queen mit rein. Und auch dort und dort nochmal das hier. Was hat er da in der Clanburg? Okay. Dann giften wir das dort mal so ein bisschen weg. Das sind nur 2 Drachen, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, wir könnten hier ganz gut durchfunneln. Ich gucke mal, wo der eine Mauerbrecher jetzt hingeht. Der geht auf die frisch gebackene hohe Mauer. Wir nehmen vielleicht noch eine Mauer mit. Mal sehen. Erstmal das und das und das. Jawohl. Und könnten jetzt gleich, denke ich mal, vielleicht mal sehen, ob wir die hier reinkriegen. 2 Stück von denen. Und nehmen die nochmal in Wut hier. Oh, die sind verreckt da. Okay, ist nicht so schlimm. Die sind da nicht ganz durchgekommen. Wir gucken mal. 80er Queen friesen wir, damit die weggeht. Die ist down. Okay, wir können hier nochmal die Queen ein wenig anschubsen. Und nehmen hier mal den Feger raus. Passt so. Okay, Kaserne hier oben, würde ich sagen. Den King hier auf der Flanke, wir zünden die Queen hier, wir nehmen hier nochmal einen Loon, hier nochmal einen schönen Magier und dann nehmen wir hier unseren Hybrid mit rein, mal gucken, mal sehen, wir nehmen den Hybrid hier mit rein und zwar den vollen Hybrid, so wie es kommt, außen kommen ja noch ein paar Hoggies. Wir nehmen den mal. Ah, nicht ganz geschafft, den in Fries zu nehmen. Okay. Wir haben es nicht ganz gepackt, den in Fries zu nehmen dort. Aber das sieht noch ganz gut aus. Wir könnten hier nochmal heilen. Mal sehen, ob die Truppen da nochmal hingehen. Und 2 dort, 2 dort. Wir lassen die mal laufen. Wir lenken hier mal eben so ein bisschen ab. Okay, da ist nur ein Bauarbeiter. Das werden aber in jedem Fall 2 nette Sterne. So würde ich sagen. In der Mitte ist noch der, da sind doch noch ein paar von denen dabei, aber noch mal ein paar Skelette. Der Royal Champion muss jetzt leider gleich gezogen werden, dann wären es wenigstens noch mal ein paar Prozente mehr. Da ist noch eine Skelettfalle, okay, das Jack ist auch noch dort, aber wir haben noch ein Multi zu schaffen, ein Single ist das, oder, oh, der Single geht noch down, okay. Bogenschützenturm nur noch, Bombenturm, oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, das wird ein Timefail, Leute, oder? Arsch! Verdammte Eieraxt. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Leute. Der war gut. Der hat mir gut gefallen. Der holt noch mal ein paar bissige Prozent hier raus. Mit 2 Sterne im oberen Bereich. Da sind noch mal 3 Miner. Noch mal eine kleine Bombe. Und 2 Sekunden, 1 Sekunde, 88. Da ist nicht mehr viel am Leben. Da ist nicht mehr viel am Leben. Okay, der war gar nicht mal so schlecht. Man muss ja halt entscheiden. Wo gehst du rein? Rathausseite, Adlerseite. Ich hoffe, es reicht hier in diesem Clankrieg. Mal sehen. Ich hoffe, es reicht. Wir haben nochmal 2 dabei gescheffelt, 25. Aber der Gegner kann unten bei uns halt noch 4 Sterne machen. Ich würde sagen, das Ergebnis gebe ich euch dann bekannt. 17 Minuten. Mal sehen, wer noch angreift. Brauchst du Truppen? Schade. Ja, knapp. Ja, knapp in der Tat. Und ich hoffe, der Mortus greift noch an. Also wir haben ja noch ein paar Angriffe, 17 Minuten, noch ultra lange Zeit. Oh, entschuldigt. Ultra lange Zeit. Mortus, Glati, Avatar hat auch noch einen. Avatar hat auch noch einen. Alles klar. Den mache ich jetzt aber offline mit euch. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Heute Abend mit Clash. Bitte seid ein bisschen mit dabei. Wir machen so ein bisschen Farmerei. Und natürlich wieder ein bisschen Schnacki-Schnacki. Also bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, die Fails haben euch auch ganz gut gefallen. Ich kann wieder ganz gut gucken. Ihr hoffentlich auch. Bis dahin, euer Toto. Clash.